Und wir haben auch die Situation, dass nicht mehr so klar ist, was soll jetzt im Intranet sein und was soll auf der Kooperationsplattform sein. Darum haben wir im Moment ein Projekt am Laufen, wo es darum geht, die Kollaborationsplattform zu erweitern, damit es ein Social Internet werden kann. Das heißt, wo dann Bottom-up mit Top-Down-Inhalten zusammenleben kann. Absolut klar für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ist. Und da hoffen wir, dass wir das bis Mitte nächsten Jahres haben und dann live schalten können.